zusammen und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute zeige ich euch die 5 besten DIYs dieses Kanals. Viel Spaß! Wir starten auch schon mit dem ersten DIY und das ist die Babywiege. Hier sind die ganzen Teile mit den Maßen eingeblendet. Zuerst braucht ihr dieses Kartonstück und euer Stück Stoff. Das Kartonstück müsst ihr mit diesem Stück Stoff umkleiden und das klebt ihr am besten hinten mit Heißkleber zusammen. Dann braucht ihr das zweite Stück Stoff und den Streifen Papier. Dieses Stück Stoff müsst ihr so um das Stück Papier rumwickeln und was übersteht, dann abschneiden. Nun habe ich diese beiden Teile zusammengeklebt und das müsste jetzt so aussehen. Jetzt kommen wir zum Gestell. Dazu benötigt ihr die 4 längeren Stielen und den etwas kürzeren. Ihr klebt immer 2 der längeren Holzspießchen zusammen und dann kommt der etwas kürzere so oben drauf. Das Ganze müsste dann so aussehen. Jetzt brauchen wir nur noch die Schnüre. Die müsst ihr auf derselben Höhe auf beiden Seiten anbringen, sonst hängt die Wiege nachher schief. Und schon ist eure süße Babywiege fertig. Nummer 2 ist der Wickeltisch. Zuerst braucht ihr 3 Kartonstücke mit dem Maßen 3,5 x 3,5 cm. Dann packt ihr das so ein. Dieses Teil da ist 1 cm breit. So sollte das dann aussehen. Dann braucht ihr nochmals ein Stück, was gleich groß ist wie der Karton und klebt das da drauf. Davon habt ihr jetzt 3 Stück hoffentlich und die klebt ihr euch dann so zusammen. Jetzt kommt da rein noch ein beliebig großes Kartonstück als Ablage. Jetzt braucht ihr dieses Teil, blauen Filz in der gleichen Größe. Klebt den Filz darauf. Drittens, der Hängesessel. Ihr braucht einen Pfeifenputzer und wickelt euch das Ganze so hin. Das Ganze sollte etwas stabil sein. Dann benötigt ihr weißes Garn und wickelt das hier um euren Pfeifenputzer herum. Jetzt kommt die Sitzfläche dran. Das vierte DIY ist Lenas Bett. Die alle Teile, die ihr braucht, das sind Schachtelspieße und die müsst ihr auf dieser Länge kürzen. Dann klebt ihr diese hier so zusammen. Das habe ich mit Heißkleber gemacht und nun befestigen wir die 6 cm Stäbe so hier dran. Das Ganze sollte nun so aussehen. Ich habe es etwa 1 cm ab dem Boden angeklebt. Ihr könnt das auch mit Weißleim machen. Nun kleben wir die 3 cm Stücke hier oben hin, dass es so ein Dach ergibt. Und dann oben drüber einen 9 cm Stab. Und hinten dran kommt ebenfalls nochmals ein 9 cm Stab. Das Bettgestell ist nun fertig und sollte so aussehen. Nun machen wir die Matratze, dazu braucht ihr ein Stück Schwamm und ein Stoff eurer Wahl. Das Ganze umwickelt ihr dann und klebt es hinten zusammen. Ich habe meine Matratze dann auch gleich ins Bett mit Heißkleber reingeklebt. Nun habe ich noch eine Girlande gebastelt und wie ihr die genau basteln könnt, könnt ihr auf unserem Partnerkanal Familie Steiner sehen. Nun kümmern wir uns um die Schubladen. Dazu benötigt ihr eine Zündholzschachtel, die euch so kürzt, dass sie direkt unter das Bett passt. Ich habe 2 zusammengeklebt, dann ein Stück weißes Papier davor und schon fertig. Dann habe ich 2 Striche drauf gemalt, dass es so aussieht, als wären das die Griffe, um die Schublade zu öffnen. Das Ganze unter das Bett schieben und schon ist eure Schublade fertig. Das Bett ist fertig und kann nun ins Kinderzimmer gestellt werden. Und zum Schluss noch der Katzenbaum. Hier seht ihr alle Teile und zwar ist nur dieses eine Teil mit dem Maß wichtig. Den Rest könnt ihr selbst bestimmen. Dieses Teil mit dem Maß 4,5 cm zu einer Rolle kleben und darum jetzt diese Schnur herumwickeln. Das sollte so aussehen und das Ganze klebt jetzt auf euren Bodenteil. Jetzt könnt ihr nur noch mit diesem Karton hier
die verschiedenen Platten, also Etagen, machen und da habe ich meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Tada! Mein Endergebnis. Ich finde den Kratzbaum mega schön und ihr könnt euch da auch von meinem etwas inspirieren lassen oder auch selbe Sachen entwerfen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die 5 besten DIYs dieses Kanals. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr sie nachbastelt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!